Hallo und herzlich willkommen zu Zusammenschnitt der zweiten Streams von Cities Skylines 2. Etwas verspätet, Entschuldigung, ein paar Tage verspätet, privat ein paar Sachen zu erledigen gehabt, bin nicht dazu gekommen zu schneiden. Es ist geschnitten, es waren 2 Stunden Stream und das Video dauert ein bisschen über 45 Minuten. Ich habe einfach viel verzweifelt in dem Stream, habe versucht an Geld zu kommen. Ich habe es geschafft, wie ich es gemacht habe, seht ihr im Video. Und damit wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit dieser Episode von Cities Skylines 2. So, dann sind wir hier. Also, ich habe es erst vor 2 Minuten installiert, die Sachen, und ich habe mir schon nicht mehr gemerkt, was ich installiert habe. Ich müsste hier irgendwo... Parkplätze habe ich irgendwo installiert. Keine Ahnung, wo die sind. Wahrscheinlich hier bei den Parks. Oh, das Beachpack habe ich auch installiert. Da gibt es ein paar Beach-Sachen einfach, die ich cool finde. Die schalten wir dann frei, wenn wir ein großes Dorf haben. Dann haben wir hier für unseren Beach auch ein bisschen was. Das passt thematisch. Ich gucke mal kurz alles nochmal durch, ob ich hier noch irgendwas habe. Auch für Small College habe ich gar kein Geld. Habe ich Feuerwehr? Habe ich ein Rowhouse für die Feuerwehr? So, es wird hier hinpassen, ganz gut. Dasselbe für die Police. Zoning. Es sind leider EU-Sachen. Ich habe Nordamerika nicht gesehen. Aber Residential Beach Row Buildings. Dann Very Low Commercial Area. Also wirklich 1x1 und 1x2er. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was ich installiert habe. Vielleicht auch mehr. Vielleicht habe ich was vergessen wieder, weil das bin ich. Also, wir haben 2 Probleme. Das erste große Problem ist, wir brauchen mehr Häuser und mehr Wohnungen und so weiter. Und das machen wir, indem wir welche bauen natürlich. Ja, dann beginnen wir einfach damit mal. Oh ja, Roundabouts habe ich. Ich habe ein paar neue. Mit schönen Dekos, mit Brunnen und so, mit einer Palme. Ich habe mir die Fläche ausgesucht. Obwohl, sollen wir hier rein? Ich weiß nicht. Ich bin mir komplett unsicher gerade, wie ich was bauen möchte. Aber ich muss dann bald mal anfangen, weil uns geht das Geld aus und wir brauchen... Ich erhöhe auch mal die Steuern fürs Wohnen. Nur ein bisschen. Ach ja, wir haben das freigeschalten. Wir bräuchten Kohle. Die importieren wir. Dann machen wir das zuerst. Bevor wir weiterbauen. Hier brauchen wir ein Teil. Ich glaube, die 3 müssen wir kaufen. Um hier auf eine Kohleindustrie zu bauen. Ja, genau. Die haben wir hier. Ah, ich wollte es nicht placen. Sorry. Wir werden die... Nein, hier ein kleines Plateau terraformen. Auf der Höhe. So, hier. Dann gehen wir ein bisschen kleiner mit dem Brush. Genau. Dann gehen wir mal hier. Soll die Straße dann... irgendwie hier connecten. Das sieht absolut wild aus, aber wenn wir das Geld fürs Terraformen haben, das hoffentlich bald, machen wir hier draußen eine Mulde, glaube ich. Und hier kommt Kreisverkehr rein.
Einer der neuen, bitte. Wenn sie nicht zu teuer sind. Wo habe ich denn die? Ich habe schon wieder vergessen, wo die sind. Ach, hier. Komm, ein bisschen Verschönerung mit Blumen. Hier, ziemlich schön. Der kleine Roundabout. Kreisverkehr heißt es auf Deutsch, ne? Hier haben wir einen Steinbruch. Und hier haben wir eine weirde Straße. Ist okay. Also ich habe pausiert, ne? Und deshalb geht das Geld so stark nach unten. So, Kohle. Garbage. Wir haben alles von allem ein bisschen was. Jetzt fehlt uns nur noch Behausung. Und die Behausung. Okay, wir haben einen Überschuss. Überschuss. Ich nehme an, dass wir das Zeug einfach exportieren werden. Automatisiert. Gut. Dann hätten wir hier noch Platz für kleine Häuser oder relativ kleine Häuser. Und hier entlang ich eine vierspurige wieder ziehen. Aber hier einfach so gerade wie möglich. Ja, okay, ich treffe noch nicht, aber dann machen wir das mal hier. Awesome. So. Jetzt machen wir was ganz Schlimmes. Wir machen Grid. Hier, Beach-Reihenhäuser auf beiden Seiten. Das heißt, wir springen wieder rüber ins Industriegebiet. Und hier ist halt sehr uneben. Und wir haben kein Geld. Aber wir brauchen Geld. Muss ich das erste Mal in Cities Skylines 2 einen Kredit aufnehmen? Ich könnte hier einfach die Straßen auch noch verlängern. Das wäre, glaube ich, okay. Schön gerade. Bis hierhin. Oh. Ups. Ich vergesse es jedes Mal, das Zoning umzustellen. Dann wäre hier auch noch. Das ist vielleicht ein bisschen zu hügelig. Machen wir das Stück hier weg und das auch. Ich habe schon wieder die Terrain-Dinger nicht an. Und jedes Mal, wenn ich sag, hört sich das an, als würde ich sagen, Terrain. Hallo, ich bin's, euer Benjamin. Benjamin Blümchen. Terrain. Please don't ask. So, dann machen wir ja auch ein bisschen eine Farming Zone hin. Hab gesehen, das Ding sieht ja richtig cute aus. Solche Assets will ich haben. Danke, Modding Community. Gut, gut, gut. Dann haben wir keine Needs.
Ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein Darlehen brauchen. Ich verschmutze hier nicht die Umwelt. Denn ich baue jetzt mal Polizei. Ach so, kann ich nicht. Wieso kann ich... Ach so, das kostet 160k, das kostet 35.000. Reicht diese eine Police Station? Oh, wahrscheinlich nicht, weil die hat nur einen Streifenwagen. Kann ich Steuern leicht erhöhen? Ach so, ich kann ja auch Dienstleistungen zurückschrauben. Warte mal. Das habe ich ja wieder vergessen. 60% sollte locker reichen. Hier auch. Nee. Strom reicht nicht. 60%. 70 reicht, okay. Abwasser reicht. Knapp. Hätte das früher mit den Budgets machen sollen. Einmal 150k. The monthly cost associated with maintenance of all the unlocked tiles? Kommt das von der Mod? Oder ist es neu und nur nicht übersetzt? Das ist tatsächlich neu. Das habe ich gar nicht in den Patch Notes gelesen. Ist natürlich schlecht. Kann ich Teils auch wieder verkaufen? Nein, verdammt. Ach nö. Ist jetzt natürlich etwas doof. Wir haben wieder ganz viel Need. Dann baut euch mal hin. Ja, hat richtig rumgebaut. Könnte man hier auch eine schöne Kurve bilden? So, das sieht nett aus. Kann ich mir bitte mal selbst auf die Schulter klopfen, dass ich das gut hingekriegt habe? Danke. Das Problem, es will jetzt keiner einziehen. Und hier in der Bürgerzufriedenheit, sehe ich das irgendwo? Hier, ne? Geht es dann zur Grundschule? Es gibt noch gar keine Grundschule. So sieht es mal aus. Ich kann mir auch keine leisten. Doch, die Mini-Grundschule könnte ich mir leisten, aber dann bin ich wirklich pleite und die kostet mich auch nochmal 10k. Dass man keine Förderung mehr kriegt, macht mir zu schaffen. Ich weiß nicht, wie andere Leute das schaffen. Und warum kostet mich es so viel, die Teils zu erhalten? Ja, ich nehme mein Geld noch ein bisschen und... In der Schräge kann ich nichts hinbauen. Ja, okay, das ist fein. Ja. Ich würde mal sagen, siedelt euch mal hier an, wenn ihr wollt. Und hier mache ich Gewerbe. Moment mal, hier mache ich die kleinen Gewerbe. Und beim Rest kommt... Oh, Spiel hat nur gespeichert. Ansonsten, hier importieren wir Getreide. Wir könnten noch Baumwolle. Können wir Erz auch schon machen? Dann machen wir nämlich die Industrien auch gleich. Solange es noch geht. Pausier dafür mal, damit wir nicht noch mehr Geld verlieren.
So, und dann haben wir Erz noch. Könnten wir auch an die Straße setzen? Ich habe auch zu viel Geld für Terraforming ausgegeben. Bin ich ehrlich? Ich mache es jetzt trotzdem nochmal. Weil es ein bisschen bescheuert aussieht, wenn hier... Dass es so komisch ist. Ja, wenn es komisch ist, sieht es bescheuert aus. Ja, Dolly. GG. Achso, kostet Terraformen hier gerade gar nichts? Oder erst, wenn ich wieder Play drücke? Nee, Terraform hat... Ist Terraform wirklich gratis? Sieht so aus? Bäume pflanzen kostet was. Terraform nicht? Ja, okay. Bisschen Rohöl müssen wir importieren. Rest haben wir einen Überschuss. Der wird exportiert. Und wir sind ein großes Dorf. Wir pausieren ganz kurz. Ein höheres Darlehenslimit. Wir können Bezirke machen. Wir haben nun Bestimmungen. Naturkatastrophen, die können passieren. Billige Mietwohnen. EU-Mixed Office Row. Werden wir mal angucken. Vielleicht gibt es die auch als US, was zu meinem Theme passen würde. Wir können Öl. Straßen. Okay. Dann haben wir ein paar der neuen Beach Assets, die ich aus dem Paradox Mod Store habe. Dann können wir öffentlichen Verkehr bauen. Ja. Oh, Small Train Station habe ich auch. Dann haben wir Parks und Sommertheater. Cool. Und wir können Dienstleistungen importieren. Stadtbestimmungen. Wir importieren erstmal. Ich weiß, das kostet wieder extrem viel Geld. Aber um Kriminalität und so Herr zu werden, was wir machen. So, da ist meine Stadt. Und wir können jetzt Offices machen, richtig? Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier Offices. Besteuern die gleich mit 16%. Nachdem sie angefangen haben zu bauen. Wollen ja, dass die rentabel bleiben. Seid ihr da eigentlich rentabel? Erzielt Gewinner. Ja. Das sieht alles gut aus. Ist das Local Loop Train Station? Ist einfach nur überdacht. Ach, sah gerade so aus. Also war gerade in der Erde. Das hat ja Busstationen auch. Sehe ich das richtig? Das ist ja mal awesome. Aber öffentlicher Verkehr ist gerade nicht leistbar. Obwohl ich schon gern hier irgendwo eine Zuglinie hätte. Von hier ins Industriegebiet hoch, damit die Leute zur Arbeit können. Auf dem schnellsten Weg möglich. Aber ich könnte mir kein Zugdepot leisten. Mehr Geld wäre awesome. Wir haben halt auch gar keine Needs. Dienstleistungen sind schon gekürzt und ich meine, die Frage wäre jetzt mal ganz kurz. Das Kohlekraftwerk hier. Es produziert 18,2 Megawatt. Was brauchen wir an Strom? Circa 10 Megawatt. Was kostet mich das im Monat? 110.000. Was würden mich eine Windturbine kosten? Wenn ich die auf... Ich bräuchte nur zwei davon. Das wäre recht günstig. Aber es zeigt mir halt nicht an, wenn ich es mir nicht leisten kann. Ich nehme jetzt mal ein Darlehen auf... Eine halbe Mio. Das ist teuer, aber
Dann sehe ich wenigstens. Ich produziere hier nirgendwo richtig viel. 1,5. Hier wären es 2. Hier auch 2. Ich brauche 10 Megawatt. Das heißt, ich brauche jetzt 5 Windkraftwerke Minimum. 5 mal 7 ist 7, 14, 28, 25k. Das ist noch immer günstiger, als ein Kohlekraftwerk zu betreiben. Naja, dann... mache ich das hier mal. 5 habe ich gesagt, ne? Das sind mal 4. Hier oben vielleicht noch? Oh ja, hier. Weil man schon eine Stadt hatte und fast alle Teils gekauft hat. Oh Gott. Ich will gar nicht reingucken. In sowas wie Marin County oder so. So, das ist mal angeschlossen. Das reicht eh, oder? Ja. So, dann haben wir hier... Und ich mache es mit Absicht, dass die Übergrund sind, außer das hier, das mache ich im Untergrund. So, und wenn ich jetzt das stilllege, das kleine Kohlekraftwerk, kostet mich das noch immer 40k an Upkeep. Das heißt, wir reißen es einfach ab, dann kostet uns auch kein Upkeep. Und jetzt haben wir noch genug Strom. Ich müsste noch eins bauen, ne? Eine Windturbine noch. Die werden sich da über Lärm beschweren, aber es hilft ihnen. Sollen wir mal vertrauen. Jetzt haben wir minimalen Puffer. Und bezahlen noch lange nicht zu viel. Wir sind jetzt im Plus. Das ist gut. Kann ich die Steuern hier für die 2-3 Sachen um 2% kürzen? Strom ist positiv. Das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ein Police-Dingens zu machen. Aber ich stelle mal eins auf. Ich habe so viele Verbrechen hier, das muss ich fixen. Das ist natürlich das Geld. Wird ein bisschen knapp. Könnt jetzt alles zurückzahlen und um 13.000 mal mein Budget erhöhen. Es ist das erste Mal in City Skylines, dass ich struggle überhaupt. Also auch im Teil 1 habe ich nie gestruggelt. Ich hätte auch nicht gestruggelt, ehrlicherweise, wenn ich das mit dem Teil-Upkeep gewusst hätte. Ah, ich tue mir ein bisschen selbst leid, weil ich nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Ich war noch nie in so einer Situation. Außer halt ein bisschen laufen lassen. Schauen, dass Geld reinkommt. Warten, bis das Darlehen abbezahlt ist. Dann kommen nochmal 17.000 plus obendrauf. Länger warten. Vielleicht bildet sich hier ein Need. Oh, ich weiß, was ich noch machen könnte. Stein. Ich mache das mal riesig. Vielleicht ist ein Fehler.
aber vielleicht bringt's Geld. Content Creator tut alles für Geld. Ah, Katze. Katze an meinem Bein. Das schlägt mich ab. Ich habe mich gerade so erschrocken vor ihr. Kannst du mich bitte nicht abschlecken, Katze? Das wäre toll. Konnte man die immer schon so groß machen oder ist das auch neu? Das ist fucking riesig, was ich da gerade anstelle. So, verringern wir auch ein bisschen die Arbeitslosigkeit. Ich glaube, das ist der Weg. Wir vergrößern die Dinger von diesen Sachen, die wir hier haben. Wo wir es können zumindest. Getreide wär's. Machen wir. Es kostet anscheinend nichts. Mehr geht nicht. Echt nicht. Wieso ist die Zahl rot? Die ist positiv. Okay, Spiel durchgespielt. Ich bin im Plus. Und? Meilenstein 5 freigeschalten. Hätte ja früher dran denken können. Dann hätte ich hier nicht so viel Zeug rumgedingst. Wir haben jetzt Mixed Zones. Mixed Farming Zone. Das ist cool. Straßenrandparkgebühren. Kann ich die generell machen? Nö, das kann ich nicht. Aber ich könnte den Bezirk einfach ausweiten. Und innere Stadt. Parkgebühren. Bürger werden ermutigt, stärkeres Bewusstsein. Ja, mach an. Habe ich da was Negatives? Kostet mich das Upkeep oder so? Keine Ahnung. Ja, haben eh keine Freizeit? Nee, lass mal. Straßenrandgebühren. Maximum. Und dann machen wir hier noch einen Bezirk hin. Den nennen wir Name. Ort Aurora. Machen wir es erstmal so. Parkgebühren. Maximum. Ich will nicht sagen, dass wir Geld haben, aber wir zahlen erstmal das Maximum am Darlehen zurück. Ich weiß, ich könnte anders investieren, aber 10.000 noch mal im Monat gespart. Es sind 10.000 im Monat. Also jetzt sind wir wirklich an einem Punkt. Game durchgespielt. Wir machen so viel Geld jetzt durch diesen Export, dieser ganzen Waren. Ich setze hier erstmal die Steuern alle gleich. Gleich habe ich gesagt. Es wäre cool, wenn ich einen Knopf dafür hätte. Wir haben 301 drüber. Wir gehen runter auf 13%. Gehen hier runter auf 11%. Und auf Office auf 12%. Wir verdienen noch immer extrem viel und extrem gut Geld. Haben noch ein kleines Darlehen zurückzuzahlen. Wie viel haben wir? 72.000. Ah,
Was kostet die Welt? So, meine Freunde, wir machen Geld. So, wir haben gemischte Wohngebäude. Und wir haben Mixed Farming Zone. Das habe ich aus dem Asset Store. Das ist cool. Wir haben auch Telekommunikation. Wir haben Post Office in Row Building. Wir haben Funkmasten. Und wir machen Geld. Ich würde auch sagen, wir gehen bei den Dienstleistungen wieder. Straßen verdienen genug Geld. Müllverwaltung ist, glaube ich, nicht so relevant, aber Gesundheitsversorgung. Nehmen wir erstmal vor. Die Parks. Oder den einen Park, den wir haben. Hier Müll. Ja, komm, Müll ist nicht allzu teuer. Ich kann es hier wieder runterstellen, wenn es nicht reicht, aber wir machen Unmengen an Geld. Dem Gebiet da hinten sei Dank. Okay. We are back in game. Es ist Herbst. Und jetzt müsste eigentlich durch die niedrigere Besteuerung... Ja, komm, diese 20.000 können wir uns auch noch leisten. Industrie ein bisschen runter. Hier bildet sich gerade ein Need für mittlere Dichte. Die haben sich eh schon hingebaut. Dann würde ich sagen, wir ersetzen hier auf mittlere Dichte. Das klingt gut. Das klingt wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich würde auch gern diese Kurve hier ausrangieren, aber dann muss ich die zwei Gebäude auch umsetzen. Machen wir dann auch irgendwann? Aber nicht heute. Oh, wir haben ja wieder ein bisschen Geld. Jetzt kann ich hier... Dom. Das so? Hilft das was? Das vierspurig machen hilft gar nichts. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich hier eine Ampel mache. Beziehungsweise die Straßen hier, die zwei größer mache. Wir gehen jetzt erstmal gechillt ein bisschen sachter mit unserem Geld um, aber wir werden auch nicht verzichten. Wir haben dann nämlich auch unseren Traffic Cone. Remove U-Turns. Remove Unsafe. So, was haben wir hier? Hier ist Linksabbieger weg. Hier ist auch Linksabbieger weg. Du darfst hier rechts rüber. Du fährst eh rechts rüber. Das ist gut. Und dann sollte ich wahrscheinlich das hier so machen und so. Gerade rechts, links, gerade rechts, links, gerade rechts. Hier rechts abbiegen weg, hier gerade rechts. Und dann machen wir wieder eine Ampel hin. Und jetzt kann ich natürlich hier reingehen, ne? Und sagen, aufgeteilte Phasen, erlaube abbiegen bei Rot. Und Fußgänger... Mal sehen, wie weit geht der Rückstau? Nicht weit, nicht weit. Noch nicht. Da wäre halt dann gut, wenn eine dedizierte Rechtsabbiegespur wäre. Aber haben wir nicht. Obwohl, geradeaus und links fahren eh gleichzeitig, oder? Ich guck mal kurz. Da war gerade grün. Warum ist keiner von denen gefahren? Vielleicht nur ein Anzeigebug. Oder was wegen den Fußgängern? Nö.
Das ist schon okay. Was bist du eigentlich für ein Auto, dass du immer so blinkst, oder ist das nur ein Grafikfehler? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir fahren? Das passt hier perfekt. Hier ist eine Ampel entstanden, ne? Die machen wir wieder weg. Bei den kleinen Straßen brauchen wir keine Ampeln. Sehr cool. Wir haben noch immer Need für mittlere Wohnungen. Dann... ändern wir hier mal das ab. Dann kommt hier mittlere Dichte hin. Und hier nicht. Nee, lass mal. Sind auch ein paar Shops entstanden. Die Residential Beach Rose hier wieder hin. Geht der Strom aus? Wir brauchen Strom. Geothermie kostet halt 750k. Wie viel brauchen wir noch? Circa 5 bis 10. Das heißt, es wären 20 Windräder oder so. Habe ich hier schon geguckt, im Industriegebiet, wie es hier windtechnisch aussieht? Ganz schwach, ganz, ganz schwach. Ich mach das mal wieder. Mal sehen, ob wir uns das leisten können. Aber wir verdienen ja auch durch Stromexporte. Aber gut. Was haben wir hier? Es ist niedergebrannt. Natürlich ist jetzt Zeit für eine Feuerwehr. Aber ich kann mir gerade keine Feuerwehr leisten, weil ich gerade viel zu viel Geld ausgegeben habe. Ihr müsst alle dann in die Stadt, ne? Ist dann der Kreisverkehr die klügste Variante? Die Ampel ist nicht die klügste Variante hier, ne? Ich probier's mal mit einem Kreisverkehr. Runabout cannot actually use an non-standard lane. Ach so, okay. Das heißt, reset to vanilla und dann kann ich machen, oder? Ja. Hat das da oben geholfen für einen besseren Verkehrsfluss? Ja. Hier ist halt noch extrem großer Verkehrsfluss. Wir könnten den Highway aber auch verbreitern. Weil hier ist generell die Engstelle. Wobei... ist nur der Kreisverkehr die Engstelle? Nö, das löst sich ja gerade auf. Ich meine, der Rückstau geht bis hierhin. Jetzt passiert ja auch noch ein Unfall. Hier das Autobahnkreuz ist voll, aber das ist rückstaubedingt auch. Hier die Stelle ist halt... nicht ganz optimal. Ich verstehe nicht, warum die den Verkehr hier so aufhält, aber tut es eigentlich nicht. Das sieht flüssig aus. Nö, das passt schon. Das passt schon. So, wir können uns eine Feuerwehr leisten. Endlich. Die ist teurer. Sieht aber halt wahrscheinlich auch besser aus. Ah ne, wir nehmen hier für die Vanille. Ich setze die mal hier hin. Wie sieht es mit den Arbeitslosen mittlerweile aus? Arbeitslosigkeit ist noch immer bei 30%. Tendenz sinkend, also 32,7. Industrie. Wenn wir hier noch ausbauen.
Ey, endlich machen wir wieder Geld. Hier staut sich's, weil hier eine Ampere ist. Das möchte ich umbauen. Mal remove U-Turns, mache ich gar nicht. Remove unsave. Und dann remove wir hier eigentlich nach rechts abbiegen. Das ist okay. Dafür haben sie ja die Fastlane gerade gekriegt. Und die Müllabfuhr ändern wir auch kurz mal ab. Der Straße. So. Ihr hier dürft auch nicht rechts abbiegen. Remove unsafe. Links abbiegen, meinte ich. Hier. Ihr dürft hier nicht links abbiegen. Das ist ein bisschen wild, hier links abzubiegen. Das ist Winter. Ja, das mergt schön in die Spur da rein. Man könnte jetzt hier eine asymmetrische machen, dass man hier nur eine Spur hat. Was passt? Wäre hier das Verkehrsproblem gefixt? Hier haben wir kein Verkehrsproblem. Oh. Damit vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.